Der Fels, der sieht aus wie eine Riesenfaust. Hier ist der Daumen, hier sind die Finger. Schön. Hier ist eine kleine Bank zum Ausruhen. Ein Tisch, für mich ein bisschen hoch der Tisch, aber es macht nichts. Der Rücken meldet sich wieder. Da muss ich durch. Aber die Pause tut mir ganz gut. Ich werde jetzt mich wieder in den Wald machen. Das ist ein kleinerer Weg. Und der führt dann später an Felsen vorbei. Ein paar kleine Extrasachen. Mal sehen, ob ich die finde. Und dann später werde ich mir meinen Schlafplatz wieder suchen. Irgendwo zwischen den Felsen wird sich schon was finden. Und morgen geht es dann nach Hause. Das ist zwar noch ein Stückchen Weg. Im Frühjahr oder Herbst, im Sommer ist es zu warm, aber Frühjahr oder Herbst ist diese Tour, die ich jetzt mir noch vor mir habe, in 3 Stunden Dicke zu schaffen. Aber eben jetzt nicht im Winter. Das Eis hat sich zum Glück zurückgezogen auf dem Weg. Das ging noch. Aber dann schloss ich eben Asphalt an. Asphalt, Asphalt, Asphalt. Oh. Gut. Vielleicht mache ich ja gleich Mittag. Es ist eigentlich an der Zeit. Jetzt hätte ich es bald geschafft. Ich habe was gegessen, Mittag gemacht. Mich so ein bisschen den Kopf auf den Tisch gelegt. Bin ich tatsächlich so eine Art angeduselt. Und auf einmal steht hinter mir ein Hund und bellt mich an. Boah, ich bin sowas aus dem Schlaf raus. Wir haben bloß ein paar Wanderer, den ich angeleint gehabt. Der hat mich gesehen und tobte nur auf mich los. Ne? Ich meine, der tut nichts, der bellt nur. Im Notfall schluckt er im Ganzen. Nee, vor Hunden habe ich keine Angst, aber war schon ganz schöner Schreck. Ja, jetzt geht es endlich wieder in den Wald. Zumindest erstmal geht es auf dem Waldweg lang. Das macht viel mehr Spaß als Asphalt oder gar diese Eisstraße. Das sieht doch hübsch aus hier. Das ist da drüben, nach der Kirnitsch, sieht man vielleicht, also, wo der Graben ist. Dahinter, das ist Tschechien. Das ist mein Weg. Und schon sind wieder richtig schöne Felsen. Die Felsen, die ich gerade gezeigt habe, das sind die Rabensteine. Zieht sich eine ganze Weile noch hin, was hier so schön plätschert. Hier unten, ich muss bloß jetzt aufpassen, hier ist ein bisschen Gestrüpp. So, das ist die Kirnitsch. Und hier ist eigentlich sehr, sehr sauber. Also meine Wasserversorgung ist gesichert. Ich habe nämlich nichts mehr. Und jetzt liegt hier mitten auf dem Weg ein Baum. Oh ja, da muss ich erstmal vorbei. Da fließt die Kirnitsch lang. Hinter dem Baum. Wo ist mein Finger? Da lang. Und früher, da floss ich hier lang. Vor 1, 2 Jahren. Interessant ist bei der Sache, hier ist die Grenze zu Tschechien und laut Bedingungen wurde festgelegt, die Mitte des Flusses ist die Grenze. Wo die Grenzsteine dann genau stehen, ist eigentlich egal. Die gelten ja nur als Hinweis, hier ist eine Grenze. Der Fluss, die Kirnitsch, die hat sich also ihr altes Bett nicht mehr benutzt. Es hat sich ein neues Bett gemacht, da hier drüben Tschechien ist. Und hier drüben Deutschland ist also die Kirnitsch weiter nach Tschechien gesprungen. Was bedeutet, das Land hier zwischendurch, das ist jetzt Deutschland geworden. Ganz plötzlich sind zwar bloß, was weiß ich, waren 20 Quadratmeter, 30 Quadratmeter, ist egal.
Das Interessante an der Sache, das gehört jetzt niemandem. Es ist Staatsgebiet Deutschland, Eigentum niemand. Denn um Eigentum zu haben, muss man es vermessen, muss man es anmelden, muss sein Eigentum darstellen, muss es beschützen, was weiß ich noch alles. Also wer Lust hat, das Geld, die richtigen Anwälte und so weiter, der kann sich jetzt für dieses Land hier bewerben. Er muss es trockenlegen, er muss sicherlich Grenzgebiete aufbauen in Form von einem Zaun. Hier ist jetzt Land, das mir gehört. Er kann vielleicht einen Baum drauf pflanzen, sich eine kleine Hütte drauf bauen. Ich weiß es nicht. Viel ist es nicht. Aber wie gesagt, das gehört niemandem. Und soweit mir bekannt ist, ist das das einzige Stückchen Land in Deutschland, was eben besitzlos ist. Also dann kommt her und holt euch das Stück. Beachtet aber, dazu gehört der Behördenweg. Und Behördenweg kann lang, teuer und schwierig zu dokumentieren sein. Von her ist es nochmal schön zu sehen, das Land vor dem Baum. Körnitz ist also hier lang geflossen, machte dann einen Bogen um dieses Land drumherum, hinten wieder rum und dann weiter. Tschechien. Und jetzt geht die Körnitz hier lang, wählte den geraden Weg, hinten rum, hier drüben also Tschechien, hier drüben Deutschland. Ja, und dadurch ist die Grenze gesprungen. Dieser Waldweg hier, der führt jetzt in die Körnitzklamm. Das ist so ein kleines Talchen, Tälchen oder sowas, was sich die Körnitz im Laufe der Jahre, Jahrhunderte, Jahrmillionen, weiß nicht, gegraben hat. Der Weg ist zwar schön vereist, ich kann aber gerade noch so drauf gehen oder ich gehe am Rand lang. Wenn ich jetzt falle, könnt ihr lachen. Der Felsen muss mal irgendwo abgestürzt sein. Der liegt mir einfach so da. Der kommt von da oben. Jetzt bild Mitte der Woche drunter. Und dann liegt er hier rum. Dasselbe gilt für die Wurmel dort vorn. Das ist ein Gewackel hier. Es ist aber auch ganz schön glatt. Aber dieser kleine Pfad, der lohnt sich. Schon vom Blick her, vom Anblick, am Fluss lang. Richtig schön. Oder Bach. Jetzt rutsche ich. Und schöne Einblicke. Und jetzt geht es immer im Tal lang. Wunderschön. Hier ist der Weg. Die Körnitz. Und die tschechische Seite. Ich bin in ein kleines Seitental abgebogen, ging ein bisschen bergauf. Ich muss ja nicht immer an der Körnitz langlaufen. Der Weg ging erst ein Stück nach oben. Jetzt geht er halbwegs geradeaus weiter. Aber hier ist es sehr kalt. Ich muss also noch ein Stück höher, damit ich an die Sonne komme. Aber hier ist es schön, ruhig. Klasse.
Es ist hier zwar traumhaft, aber ich war gerade weiter oben und dort oben finde ich sogar Wasser. Kein schönes Wasser, aber noch besser als das von der Kürnitz, wo ich nicht genau weiß, was es sein soll. So, dort oben unter dem Felsen, da wollte ich eigentlich schlafen. Oder werde ich jetzt mein Gerödel wiederholen, mitnehmen und diesen schönen Weg nach oben stapfen. Das zweite Mal sozusagen. Genau geradeaus durch. Komme ich auf so eine kleine Hochebene und dort habe ich mein Wasser. Muss ich eben im Wald schlafen. Oder vielleicht finde ich noch was anderes. Es ist erst früher Nachmittag. Im Moment läuft es sich ja richtig gemütlich. Hab ja Zeit. Durch die Bäume kann ich ins Tal gucken, das Kürnitztal. Ja, und der Weg hier ist zwar breit, aber schön zu laufen. Also die Wege, die scheint jahrelang keiner gegangen zu sein. Hier kommt einer und hier einer. Und damit Spaß macht, da hinten geht's Tal runter. Das sieht man jetzt so gar nicht, aber hier geht's richtig abwärts. Hoffentlich muss ich nicht ein gewisses Wegstück auf den Hintern zurücklegen, so steil ist das hier. Naja, geht ja nicht anders. Und ich dachte, das war steil, aber nö. Wenn ich mir das hier angucke, wo ich jetzt runter muss, irgendwie hier so, bloß gut, dass kein Schnee mehr liegt, das ist ja gewaltig. Da habe ich mir wieder was ausgesucht. Ein Stück Rinde, unser geliebter Bogenkäfer. Das ist nicht toll, wie er seine Gänge macht. Quer und links. Das ist schon mein Musterbeispiel hier. Naja, so frisst er sich halt durch den Wald. Es war der richtige Weg. Der steile Weg nach unten. Hier geht der Wanderweg wieder lang. Irgendwo da drüben rein. Schön. Hier am Wegrand, da stehen die Felsen wie die Orgelpfeifen. Kleine süße Felsen. Muss bloß aufpassen. Der Weg ist ganz schön vereist. Das ist zwar keine direkte Quelle, aber das Wasser hier, das kommt direkt aus dem Berg. Dort oben ist nichts. Da habe ich mir gleich mal meine Vorräte aufgefüllt. Hat zwar eine Weile gedauert bei dem bisschen Getrappel, aber jetzt habe ich frisches Wasser zur Genüge. Da unten fließt die Kürnitz. Gute 30 Meter unter mir. Traumhaft schön. Ein letzter Blick zurück. Oh, und da geht es hier in Felsen rein. Was sehen meine alten Augen? Schön. Treppen. Geliebte Treppen. Eisentreppen sind schön. Hier gehen noch ein paar Betontreppen hoch. Sehr hoch. Und an die Betontreppen schließen sich wieder Eisentreppen an. Und ich kann nicht mal sagen,
ob ich da noch mit dem Rucksack durchkomme. Uiuiuiui. Ach, sowas ist richtig schön. Ja, Mist. Dort rein. Da kommt man alleine, aber nicht mit dem Rucksack. Wenn ich ihn jetzt abmache, versuche ich ihn quer durchzuschleifen. Aber ob das funktioniert, das weiß ich auch noch nicht. Das wird eine Plackerei jetzt. Aber ich muss da hoch. Oder ich muss runter ins Tal. Und dann mal sehen, wie ich klarkomme. Aber eigentlich wollte ich hoch. Ich probier's. Ich schnaufe. Ich bin oben. Ich sitze hier auf der letzten Stufe. Ich habe meinen Rucksack auf der schmalsten Stelle genommen und seitlich hochgetragen. Zum Teil war es so eng, dass nicht mal die Schultern durchpassten. Wie soll da mein 16 Kilo Rucksack durch? Mann, oh Mann, oh Mann. Das war eine Plackerei. Aber hier oben geht der Weg weiter. Und hier drüben, da ist eine Hütte. Die gucke ich mir jetzt erstmal an. Vielleicht wird das auch meine Übernachtung. Ganz unten fließt der Kernitsch. Das ist der Kernitschklamm. Hier ist so ein Aussichtspunkt. Auf dem obersten Ende von meinem Felsen ist diese geniale Hütte, nennt sich Schlegelhütte. Das Schild zeige ich dann nochmal. Dort hinten geht die Sonne fast unter. Da hat sich der Kampf hier hoch ja richtig gelohnt. Die Treppe, die geht hier unten drunter lang. Dort in der Felsspalte entlang. Einfach Wahnsinns Ausblicke hier. Ja, und hier geht der Weg weiter. Kann ich ja mit euch mal gehen. Wobei ein kleines Felsknüppeln. Müll, der weiße Rötzling. Ja. Und dort hinten kann ich mir dann aussuchen, wo ich lang gehe. Aber das passiert erst morgen. Ich zoome es mal ran. Das ist der andere Weg neben der Treppe. Komm, ist er hier wieder runter. Es blendet gerade. Hinter Hermsdorf 2 Stunden im Sommer. Also hätte ich theoretisch auch nicht das Schmale gehen können, sondern irgendwie durch den Wald einen normalen Weg. Das wäre eigentlich so schön gewesen und nicht so schön anstrengend. Bin immer noch außer Atem. Ach ja. Na. Gut, ich weiß es nicht. Eine Mini-Hütte mitten auf dem Felsen. Klasse.
Ja, zum Herrn Schlegel. Ach, ich versuch's mal. Also Schlegelhütte. Ihr müsstet das Bild anhalten. Ich wollte jetzt eine halbe Stunde die Kamera so festhalten. Da könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Tja, ich habe jetzt die Wahl. Entweder nehme ich das Schmale zum Schlafen. Das ist knapp 2 Meter lang. Hier rüber zu. Also so. Ist die Hütte 1,65 quer knapp 2 Meter. Oder ich schlafe in dieser Kuhle hier. Aufstehen. Hier so quer in der Hütte. Die geht natürlich hier hinten ganz schön hoch. Das ist jetzt die Frage. Die Sonne geht unter und ich gehe gleich schlafen. Aber die Farben sind natürlich genial. Das ist so schön hier draußen. Auch meine Hütte, wenn sie jetzt schon fast nicht mehr zu sehen ist, steht im Abendrot. Ich werde wahrscheinlich unten auf dem Boden quer pennen, quer in der Hütte. Das macht sich besser als auf dem schmalen Brett. Da steht mein Rucksack. Es ist nur langsam finster. Was zu trinken, das Handy, die Tabletten, die ich da noch nehmen muss. Dort oben drauf habe ich mich jetzt nicht getraut. Das war mir dann doch ein bisschen zu schmal. So stellt sich auf, weiß ich nicht. Ja. Ja, das Bettchen ist gemacht. Ich liege nur quer in der Hütte. Für mich reicht's. Auch wirklich gerade so. Hinten, der Kopf geht ein Stück hoch am Felsen, der dort ist. Ich habe aber mein Kopfkissen. Na dann, gute Nacht. Es ist natürlich ziemlich interessant. Ich bin der Erste, der hier lang geht, seit bestimmt ein paar Wochen. Hier ist es gerodet. Ja, ich schätze mal wieder Burgenkäfer, unser aller Freund. Und Waldweg. Was sieht man? Sogar unterm Schnee die Harvesterspuren. Also hier sind sie mal sehr, sehr tief. Auch interessant. Außer Tieren läuft hier keiner. Keine Tapsen, nichts. Ich warte dann durch den Schnee hier. Der allerdings, ich halte mal runter, ziemlich verhorscht ist, also ich kann auftreten. Ich sink eigentlich so gut überhaupt nicht ein. Nur bei einem größeren Schritt. Da macht es Krach und da sackt man 20 cm in den Boden. Also wenn der Wald abgeholzt ist, da sind auch die Wege weg. Und das für eine ganze Zeit lang. Erschwerend kommt dazu, Schnee liegt drüber. Da sieht man nur gar nichts mehr. GPS habe ich nicht, was mir nichts ausmacht. So, was tun, wenn man einen Weg verliert? Also erstmal Ausschau halten nach irgendwelchen Wiesen im Wald, Lichtungen. Die sind meistens noch im die sind meistens noch in der Karte angegeben. Dann kann man nach einem Hochsitz gucken, am besten wenn noch zwei an der Wiese dran stehen. Die Stelle findet man hundertprozentig in der Karte. Und ein Hochsitz, wo der Jäger ist, der will ja nicht unbedingt alles laufen. Da ist in der Nähe garantiert ein Weg, eine Straße oder sonst was. Und ganz in der Nähe. Und genauso ist es dann auch. Und da weiß man, wo man ist. Ich habe einen Gedenkstein gefunden, den zeige ich euch gleich. Ja, da steht drauf, zum Gedenken an die Opfer der Blitzkatastrophe 1951 und drei Namen drunter.
Scheinbar ist hier ein Baum gewesen. Vielleicht war es auch der, wo jetzt die neue Buche steht. Und da ist ein Blitz eingeschlagen. Und die Armleitchen standen drunter. Irgendwie in der Richtung. Na gut. Ich meine, hinter Hermsdorf ist ja groß und lang, aber trotzdem. Hinter Hermsdorf 1 Stunde 50 Minuten. Dann hinter Hermsdorf 50 Minuten. Hinter Hermsdorf 35 Minuten. Was soll ich da draus schließen? Ja, ein bestimmtes Ziel erreichen will. Nennen wir es jetzt mal hinter Hermsdorf. Der wählt natürlich den kürzesten Weg. Wenn es jetzt andere Wege gibt, die länger sind, die vielleicht noch irgendwelche schönen Waldwege sind oder Aussichtspunkte haben, dann soll man doch diese Punkte benennen und sagen, du kommst jetzt mit dem Weg bis dahin. Du kriegst halt einen großen Umweg. Irgendwann kommst du in der Hermsdorf an. Das ist klar, dafür gibt es Karten. Nur an einem Weg war es dreimal dasselbe Ziel. Also, das ist Quatsch. Totaler Quatsch. Das sieht man aber oft hier im Sandsteingebirge. Vielleicht auch woanders. Kann ja sein, diese berühmten Rundwege oder Kreuzwege oder wie sie sich alle nennen. Gleicher Start, gleiches Ziel und gehen sonst wie. Aber die Zwischenziele, die werden nicht genannt. Schilderwahnsinn. Na gut. Ach, ich habe noch gar nicht gemeckert in dem Video. Ist das schön. Jetzt habe ich was zu meckern. Ja. Gut. Weiter wandern, auch wenn die Straße jetzt hier eine dicke, fette Forststraße ist. Im Moment habe ich nichts anderes. Jeder irgendwo eingetragene Wanderweg, der braucht sein eigenes Schild. Also, Neudorf hinter Hermsdorf ist der Wanderweg, 3/4 Stunde. Dann, naja, mit Kinderspielplatz oder kinderfreundlicher Weg hinter Hermsdorf, 1/2 Stunde. Radweg kriegt natürlich auch seine Nummer, 30 Short 41, 30 32, hinter Hermsdorf, 3 Kilometer. Ist es nicht niedlich? Meine Fresse, da reicht doch ein Schild aus Hinterhermsdorf in die Richtung. Und wenn sich's teilt, könnt ihr immer noch Schilder bauen. Aber dann nicht alle auf einmal. Ist nicht irgendwo. Oh, jetzt wieder Eis. Oh, wenn ich jetzt hinfalle, ihr seid schuld. Und dort hinten, der rote Strich, Hinterhermsdorf, 1 3/4 Stunden. Richtig wäre der Königsplatz, das ist ein Aussichtspunkt, 1 Stunde, würde vollkommen ausreichen. Und vom Königsplatz aus kann ein Schild sein hinter Hermsdorf. Passt. Warum beides? Verstehe ich nicht. Dort, wo man Hütten braucht, da stehen keine. Also an einem schönen Wanderweg im Wald, nirgendwo eine Hütte oder nur in sehr, sehr großer Entfernung. Aber hier ein Riesenwegen. Vielleicht noch gleich neben der Straße. Da steht alle 500 Meter so eine Hütte. Tja. Aber hier ist noch was. Tja, der gute Johann Gottlieb hat Pech gehabt. Blutschlag. Herzinfarkt? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich kenne die alten Begriffe nicht so genau. Tja, sein irdisches Dasein ging zu Ende, sein himmlisches begann. Nächste Hütte. Der Wald ist zwar schön, der ist wirklich schön, so fast schon ein Park. Aber der Weg, über 1 Kilometer, nur geradeaus, weit über 1 Kilometer, schnurgerade. Das mag für ein Forst gut sein, aber nicht für meine Moral.
Das ist hinter Hermsdorf. Die Tour geht jetzt dem Ende zu. Zeit für die übliche Abschiedsrede. Mache ich eigentlich gar nicht gerne. Trotzdem bedanke ich mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr die ganzen Folgen bis zum Ende durchgehalten habt, mein Gequassel ertragen habt. Ja, wenn es gefallen hat, ihr könnt ja einen Daumen hoch machen. Wenn es nicht gefallen hat, macht einen Daumen runter. Das zeigt nur wenigstens, dass ihr dabei seid. Ich habe da nichts dagegen. Ich hatte ein Bombenwetter. Es war etwas kühl. Mein Schlafsack ist definitiv nur in 3 Jahreszeiten Schlafsack. Also für Temperaturen, so wie ich sie jetzt hatte, ganz knapp unter Null, ist er nicht geeignet. Aber es war erträglich. Und gerade zuletzt in dieser Mini-Hütte, ich habe geschlafen wie ein Baby. Das war wunderbar. Gut, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss.